Hallo liebe Golfclub Sharp Boys Mitglieder, Paul Dyer, euer Head Pro. Und heute bei der Porsche European Open, kurz bevor die Pros hier kommen und spielen, bin ich auf den Golfplatz gegangen für euch, um einen kleinen Tipp zu drehen. Heute geht's natürlich um Bunker. Ein schwieriger Bunker für die Pros hier in Green Eagle. Aber in Sharp Boys haben wir einen riesen Bunker und heute möchte ich zeigen, wie ihr problemlos daraus kommt. Alles, was ihr braucht, Ball, Schläger und als Sharp Boys natürlich die Sonnenbrille. Ja, wir Sharp Boys, wir kennen uns gut aus im Sand. Natürlich kommen wir, so wie wir sind, eben Kragenattacke, Sonnenbrille und barfuß, weil wir auf dem Sand sind. Aber ganz ehrlich, wie kommt man so effektiv aus einem Bunker raus? Und eigentlich der Trick liegt zusammen an diesem Golfschläger. Ich muss nämlich dafür sorgen, dass der untere Kante kommt an, bevor der vordere Kante. Das nennt sich Bounce und mein Schläger springt aus dem Sand raus. Das heißt, alles was ich machen muss, ist eine Linie kurz vor dem Ball zu visualisieren. Ja? Ihr dürft eigentlich gar nicht so eine Linie machen. Dann stelle ich mich hin, Ballposition linke Innenfuß, Gewicht links und dann einen relativ kontrollierten Schwung, also bloß kein Riesenschwung. Diese Idee Explosionsschlag, eigentlich, das ist ein bisschen irreführend. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Linie treffen, deswegen Gewicht links, kontrollierten Schwung und rausspielen. Und so kommt man richtig aus dem Sand. Also lernen mit dem Schläger umzugehen und bloß nicht die Sonnenbrille vergessen.